Mal machen, ne? Jeder wird bei 31, hoffentlich. Hoffentlich, ne? Jo, und was geht so bei dir? Wie heißt du? Mein Name ist Valeria, wie heißt du? Valeria, sehr schöner Name. Ich Danke. heiße Daniel und wie alt bist du noch? 21, ne? Ich bin 20. Ja, krass. Ja, läuft, läuft. Woher bist du? Ich komme tatsächlich aus Hamburg. Darf ich fragen, wo du herkommst? Ja, ich komme aus NRW. Ich habe aber tatsächlich auch mal in Hamburg gewohnt, aber nur ein Jahr leider, ja. Quatsch, okay, wieso leider, wieso nicht länger? Also, was heißt, ja, also war schon eine geile Zeit, war wegen meiner Ex, ja. Ich bin damals wegen meiner Ex nach Hamburg gezogen von NRW. Ach Quatsch, okay, heftig. Lass mich, du hast sie hier kennengelernt, oder? Also wir haben uns Basecap tatsächlich kennengelernt. Ja, ich war ja ein bisschen so außer Gefecht gesetzt. Warum? Und ja, dann bin ja, lange Geschichte, ja. Dafür müsste man sich jetzt länger Und kennen, was ja. heißt aus der Gefecht gesetzt? Was heißt das? Boah, ich war eine ganz kurze Zeit in Haft, ne? Und dann habe ich sie halt in der Zeit, habe ich sie kennengelernt. Und ja, dann hat die so halt zu mir gesagt, boah, ey, guck mal, ich komme dich besuchen und so. Da habe ich auch gar nicht geglaubt. Dann kam die eiskalt und so und so ist das dann entstanden. Dann bin ich halt nach Hamburg gezogen und von Hamburg bin ich dann mit ihr nach NRW gezogen. Ja, und dann sind wir halt irgendwann mal getrennte Wege gegangen, ja. Wieso habt ihr euch getrennt? Wenn ich die jetzt einfach mal ganz kurz in den Raum schleudern darf. Boah, krasse Sache, ja. Also, ja, wenn man das so sagen darf. Eigentlich war das ein gutes Mädchen, aber auch voll die Schlampe, weil dafür kriegt die eh noch ihre Fuhre so. Die hat einfach ihre Eltern für vor mich als tot erklärt. Das habe ich irgendwann rausgefunden. Okay. Und eigentlich Tick doch, spart wären wir mich. Eltern geworden. Ich distanziere mich von Wie diesen bitte? Aussagen. Alles ist gerade Schwurfe gemeint. Okay, erzähl weiter. Nochmal, von was für Aussagen? Nein, also, nein, ich meinte, ich distanziere mich davon nur. Aber okay, erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall. Hat sie dann auch unser Kind abgetrieben, meinte aber, das wäre ein Herz irgendwie gestorben und so. Die war einfach noch sehr manipulativ, weißt du, sie war auch keine Deutsche, weißt du, sie wurde von ihren Eltern oder wen auch immer da beeinflusst. Das war auf Okay. jeden Fall eine kranke Zeit. Tut mir Weißt du, ich kann nicht leid. sagen, dass es nur schlecht war, aber es war schon krank auch, weißt du, ich meine? Was war sie für eine Landspastazienkopfnudel? Sie war Iranerin. Okay, heftig. Und was bist du für ein Landsmann? Jo. Also meine Mama war aus Polen und mein Vater aus Tunesien. Und du? Okay, ja, ich bin halb Spanierin und halb Türkin tatsächlich. Justina. Das ist auch eine krasse Mischung. Ja, und ja, so ist das. Also ich wurde auch verarscht von meinem Ex-Freund. Mein Ex-Freund hat damals, ob das mir glaubst oder nicht, mir versprochen, dass er, ja, mir gewisse Versprechen gegeben, dass er halt mich heiraten wird, mit mir auch mal eine Familie gründen möchte. Und dann habe ich erfahren, dass er parallel noch eine Frau hat und 15 Kinder. Verarscht mich Er einfach. hat einfach 5 Kinder gehabt und eine Frau. Ach, fünf. Ich habe verstanden, 15. Ach so, nein, Ich habe 5. verstanden, 15. Ah, krass. Ja, das Ja. ist krank, Alter. Das ist auch, ja, Ich das, habe sowas das ist nie krank, ja, was gemerkt, soll ich dir also, sagen? hä? Ich sag, sowas ist auch krank. Ich habe das nie gemerkt, also ich, Was er soll hat ich sagen? natürlich ab und zu, wenn er bei mir war, so ein paar Anrufe bekommen. Das war ganz komisch, da waren immer so nah wie Joshua, in Klammern auf Sohn, Maria, in Klammern zu Tochter. Dann habe ich immer so gefragt, hey, was ist das denn? Wieso hast du die in Klammer, die Person? Und ich meinte, die spielen wohl Roleplayer. Weißt du, was Roleplay ist? Keine Ahnung, ja, ich bin Keine Ahnung, die 31, spielen wohl Alter. mit Freundinnen so Rollenspiele und so und haben sich wohl dort so diese Kosenamen gegeben. Du verarschst mich, Alter. Du willst Nein, mich es aus hört hier, sich so ja? dumm an, aber ich war einfach blind vor Liebe so und ich habe ihm das dann geglaubt. Okay. Bist du Muslimin? Was bist du für, wenn ich fragen Alhamdulillah, darf, ja, was ich bist bin du? Muslimin. Muslima. Alhamdulillah, Alhamdulillah. okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aha. Und du? Ja, krass.
Alhamdulillah, ja, auf jeden Fall auch. Ich bin aber konvertiert 2018 zum Islam, ja. Okay, sehr schön. Jo. Ja, auf jeden Fall krank, ja, krank. Was machst du denn hier überhaupt im Chat so? Die Leute Es schieben hört ab sich, schon, ja? ich habe meinen Ex-Partner auch hier kennengelernt. Ah, krass, okay. Und ich dachte mir, dass ich es auch noch mal versuche, aber irgendwie merke ich, dass man hier nicht so wirklich Leute kennenlernen kann. Wieso nicht? Ja, das ist Müll hier. Was denkst du denn? Bei mir, ich war auch jung, ne? Ich sag bei mir, ich war jung, ich war so dein Alter tatsächlich, ne? Ist bei mir auch schon ein bisschen her. Dieser Cat, der hat sich ja eh verändert und so, ist ja gar nicht mehr wie früher. Die Menschen sind ja auch alle nicht mehr ganz dicht. Gibt es hier viele Frauen? Also triffst du viele Frauen oder eher Männer? Ich treffe gar keine Männer, willst du mich verarschen jetzt oder was? Also Nein, klar, ich so, meine hier ne, jetzt meine im Kollegen, Chat. aber. Du hast mich falsch Ach aufgenommen, glaube so. ich. Also hier im Chat, also. Boah, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, hier sind fast gar keine Frauen mehr. Das meine ich. Früher zum Beispiel, boah, waren hier wirklich viele, ne? Konnte sich gut auch unterhalten und so, aber jetzt, das ist voll Matsche geworden, was soll ich sagen? Ja. Jo. So sieht's aus tatsächlich. Ja, krass. Du bist aber auf jeden Fall nett, sehr, sehr korrekt, wenn du nicht so eine. Aber ich glaub dir, ja, obwohl ich manchmal denke, du flunkerst, glaube ich dir irgendwie sogar. Warum soll ich flunkern? Womit denn? Weiß ich nicht. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 1,26, du? Aua. Ja, ich guck mal, wie die mich fickt. Spaß, Der jetzt hat ja lass ganze halt Zeit an mich Spaß. Nein, ich gedacht. bin 1,73. Ja, du bist haargenau auf den Cent. Du bist genau auf den Zentimeter genauso groß wie ich. Ich schwöre, Wallah, Oha, wie ehrlich, ich bin auch genau krass. 1,73. Ich schicke dir meinen Personalausweis. Jetzt kannst du nicht Eis drauf gut, ich gucken. nach dir. Aber was du einfach sagst, 1,26 Meter, ja, geil, Alter. Also, wäre Ich doch klopf mal optimal auf für sowas. dich. Ja, klar, natürlich optimal, Alter. Ich mag kleine Frauen, okay, aber 1,26 Meter. Wohin gehst du? Ja, 1,26 Meter. Ja, Weiß geil. Ja, du bist lustig, du hast irgendwas an dir. Ja, das mag ich, ist korrekt. Du bist auf jeden Fall nicht so, weißt du, so grübel. Du bist lustig. Korrekt. Was bei dir? du Scheiße, ich habe meine Gitarre Was kaputt ist das? gemacht. Ah, spielst du Hilfe, Gitarre? Hilfe, ich habe meine Gitarre kaputt gemacht. Ich Wieso Idiot. deine Gitarre, wenn dann hast du deine Saiten verstimmt? Ja, nee, ich ist kaputt gegangen. Also, scheiße. Aber du kannst Gitarre zocken oder was? Kann man das nachkaufen? Ja klar, man kann alles nachkaufen mit Geld, weißt du doch, außer Liebe. Warte, kann ich denn überhaupt noch mit 4 spielen? 5? Das hört sich doch total scheiße an. Ja, Egal. immerhin kannst du das schon mal. Ne, ich kann das gar nicht. Korrekt, Was? ja. Läuft bei dir. Bei dir Danke. läuft richtig, sage ich. Dankeschön, Dankeschön. ja, okay. Ja, erzähl sonst so. Was sind so sonst deine Hobbys so? Hast du Hobbys? Triffst du gerne Leute hier? Oder wann war das letzte Mal, dass du überhaupt Kontakt zu einer Frau hattest? Boah, also ich war das letzte Mal so vor 9 Monaten in einer Beziehung. Okay. Ja, keine Ahnung, was das ist. So Leute getroffen habe ich hier tatsächlich auch schon, natürlich. Okay. Also was heißt Leute, ne? Frauen, ne? Ist hier Keine Ahnung. Spider-Man? Was? Wieso Spider-Man? Gefühlt. Okay, cool. Ja. Wieso Spider-Man? Wieso? Nee, wegen dem Dings hier. Wie heißt es, wegen diesem Faden, was kaputt gegangen ist? So. Irgendwie bist du korrekt. Kann man dich so, kann man mit dir in Kontakt bleiben? Hast du Ja, Bock du oder so? kannst, ja, wenn du möchtest, können wir uns kontaktisieren. Kontaktisieren, ey, den merke ich mir geil. Ja, wenn du Kontaktisieren. möchtest, also nur. Wie, was? Ja, was hast du denn? Was willst du austauschen? Hast du Du bist eine Frau. Tamagotchi-ID oder hast du WhatsApp, Oh, Snapchats?
Ja, WhatsApp kann ich dir geben, aber was bitte? Tamagotchi, Alter. Kennst du Das höre ich Tamagotchi jetzt eigentlich zum ersten nicht? Mal, ich schwöre. Ich schwöre, das höre ich zum ersten Mal. Okay, ich dachte, du kennst vielleicht Krass. Tamagotchi-ID, aber alles gut, wenn du es nicht kennst, dann. Ich Was gebe dir ist das jetzt. denn? Sag mal, Das ich ist würde so, mich mal das ist. interessieren einfach. Also, wie lange warst du denn im Bau drinne? Oh, du kleine, krass, wie gut hörst du zu? Ey, jetzt mag ich dich noch mehr. Warum? Ah, geil. Warum? Ja, weil du einfach gut zuhörst. Ich mag das. Du bist auch noch richtig, du bist schlau halt einfach. Ja? Du bist sehr lustig, schlau, du bist auf jeden Fall korrekte Frau. Junge Frau. So. Danke, das ist sehr lieb von dir. Bitteschön. Ja, keine Ahnung, guck mal, lass erst Nummern austauschen oder so, dann können wir Okay. da auch drüber telefonieren oder schreiben Ja. oder so. Schreib mir mal und guck mal, was passiert. Valerie, ja, so. Sag, Ja. ich hab sie jetzt eingespeichert. Jetzt werde ich schon wieder irgend so eine Scheiße kriegen, bestimmt, Alter. Wenn du schon sagst, guck mal, was Ja, passiert, schreib mir und dann geil. siehst du, was passiert. Ja, ich schreib dir, hey, so, jetzt habe ich dir geschickt, hey. Hey. Ah, krass, alles. Warte mal. Warte. Ja, krass. Ja, okay, ich glaube dir schon, dass du das bist. Ja, wieso soll ich es denn nicht sein? Also ganz ehrlich, also. Tja, ich bin aber ehrlich. Du bist doch schon eine kleine Arrogante, Nein, arrogant bin ich tatsächlich nicht. ne? Ich habe von meinem Vater halt nur ein bisschen ab und zu ein paar Schläge. Nein, Spaß, also ich habe damals halt einfach nur von meinem Vater sehr viel Respekt. Und er meinte, du sollst dich ein Was ist bisschen so? so, du sollst nicht direkt auf einem Menschen dein ganzes körperliches Wohlsein dalassen. Ist auch richtig so korrekt, ja, finde ich korrekt von deinem Vater. Ja, so ist es. Boah, irgendwie, ich weiß nicht, was mit dir ist, ne? Warum? Ich weiß nicht, Alter, du bist so, du machst mich richtig so, ich weiß nicht, Alter, entweder du bist, ich keine Ahnung, du bist anders. Du bist definitiv anders Ja, als ich bin auch Frauen, die ich so anders. kenne. Also, ich bin ein bisschen, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch kein normales Mädchen oder so. Ich bin ein bisschen besonders. Also, ich habe eine sehr besondere eigene Art an mir. Inwiefern? Hast du, Ich ne? mag auch Ja. so ein bisschen was anderes als andere Frauen und so. Bist du eher feminin oder eher maskulin? Obwohl ich jetzt von der Stimme sagen würde, du bist voll feminin. Ja, ich bin sehr devot. Aber Ah, manchmal kann ich krass, auch ein das bisschen stimmt. anders. Ja, man merkt das an deiner Art, ja, dass du so ein kleiner Schlingel bist, Alter. Entweder, also du bist krass. Ich mag das, ja, du bist, weil ich dich nicht, weißt du, Kennst du was das Krasse Conchita ist an Sossis? dir? Was? Conchita Foschi. Sossis. Foschi, ja, Würstchen. Ja. Was meintest du? Ich habe dich gerade Ja, krass. abgebrochen, glaube ich. Also, ich bin. Ja, dass du, genau, dass du so bist, dass ich dich nicht einschätzen kann, ob du so bist, wie du eigentlich gerade bist, weißt du, und das ist schon eine Kunst, dass ich das nicht einschätzen kann. Du bist sehr süß. Also, ich mag deine Art. Du bist sehr, sehr. Ich habe lange nicht mehr so jemanden so sympathischen tatsächlich hier in so einem Chat kennengelernt, der so süß Er ist. kann ich nur zurückgeben. Ja, ehrlich, weil du bist.
Ja, aber das ist ja das, was mich auch so täuscht, ne? Weil du bist so lieb und das kenne ich auch so gar nicht. Weißt du, irgendwie, du bist verrückt, korrekt? Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Das bedeutet mir wirklich, ich rufe schon mal an. Warte, du heißt Valeria, du bist 20, ne, wann hast du Geburtstag? Am 25.01.2004. Am 25.01.? Mhm. Boah, du hast exakt einen Tag vor mir, also ich habe am 26. Februar, sagen wir so. Ich habe genau einen Tag vor dir Geburtstag, ja. Ein Tag vor mir, aber einen Monat später. Ja, ich habe einen Monat später Geburtstag, weißt du, ja. Nein, ich. Ja, ja, ich weiß. Ah, geil. Was hast du für eine Haarfarbe? Guck doch einmal auf mein Profilfoto. Das ist Bild ist aktuell. Warte mal, ich habe da gerade gar nichts gesehen, ja. Warte, ich guck jetzt. Valeria, da kommt, also da sehe ich, jetzt. Alaba, du bist voll hübsch. Prima, danke, darf ich dich aussehen? Alter, ich hab dich. Prima! Ich hab dich doch schon irgendwo gesehen, ja? Wie, du hast mich schon irgendwo gesehen? Haben wir schon mal Kontakt gehabt? Bei Gott. Also, ich schwör auf alles, so wie ich dich da sehe. Ich meine, irgendwo, ich hab dich gesehen, ich weiß nicht wo. Auf der Straße oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo. Woher kommst du denn aus NRW? Prima! Oberhausen. Oberhausen? Hm. Nee, dann kenne ich dich nicht. Aber warte mal, machst du TikTok oder irgendwie sowas? Warum soll ich TikTok machen? Ja, weißt du was ich, oder irgendwie sowas, irgendwas? Nee. Ach, oder du, ich hab vielleicht schon mal irgendwie sowas, so ein ähnliches Nein, nein, Augen nein also, dich, mit TikTok habe ich nicht so viel am Hut. Spaß. Warte, ich schick dir jetzt mal. Was hast du gesagt? Schick mir mal ein Foto von dir, bitte. Ja, ich suche gerade eins raus. Mhm. ABC, DFG, JKK, LMNOP. Du hast ADHS. Ach, ein bisschen, ja, ich bin manchmal so ein bisschen hippelig. Ehrlich? Mhm. Du, dann hast du ADHS, ich auch. Okay. Mag ich, finde ich gut. Warte, ich suche für dich ein Foto, nicht, dass du denkst, ich habe dich vergessen. Okay. Ja. Ich mache noch nicht so viele Fotos. Ah, hier, das kann ich verschicken. Hier. Das ist so, wie ich aussehe. Oh, wow. Ach, hast du ein Kind? Das stimmt echt. Nein, das ist nicht mein Kind. Alter, du siehst gut aus, also. Hübsch. Dankeschön. Du siehst hübsch aus, hübsch. Hä? Du siehst selber voll hübsch aus. Danke, vielleicht Krass. Kann man sich ja, aber du wohnst so weit weg. Leider. Na klar, aber ich wohne nur 3 Stunden von Hamburg entfernt. Ach, mit meinem Auto sogar nur 2,5 Stunden. Wieso, was für ein Auto fährst du? E550, das fährt 313, habe ich den selber schon gefahren. Kann ich dir sogar Video gleich schicken. Als was arbeitest du? Habe ich dir das nicht gesagt? Nein. Ah, krass, Hochpreisklausel. Also ich verdiene mein Geld mit Kryptowährung. Weißt du, was das ist? Ja. Krass, wenn du selber jetzt auch noch weißt, was das ist, dann bin ich. Also ich habe es noch nie wirklich gemacht, weil es gibt, also ich vertraue den Ganzen nicht. Es gibt irgendwie Leute, die sagen, ja, hier das und das und danach kommen in meinen Kurs rein. Ich vertraue diesen Menschen nicht. Ich habe tatsächlich auch einen Kurs gemacht, aber diesen Kurs habe ich auch nur gemacht, weil mein Cousin den Kurs vor mir gemacht hatte, weißt du? Und hat es dir was gebracht? Ja klar, sonst würde ich ja jetzt arbeiten normal, ne? Also ich. Und was verdienst du denn da im Monat, wenn ich fragen darf? Also ich sag dir ganz ehrlich, unter 10.000 Euro bin ich nicht zufrieden, sage ich mal so. Oh, da musst du mir das, glaube ich, mal beibringen. Das habe ich schon öfter gehört. Nein, das könnte ich machen, klar. Das ist aber mit übelst, guck mal, ich bin ganz ehrlich, das ist auch mit Zeitopfern verbunden. Ne? Guck mal, du müsstest mindestens am Tag so 2-3 Monate, wenn du das wirklich können willst, dass du auch
rentabel bist, ne, dann musst du mindestens 2-3 Monate, sage ich mal, am Tag 3 bis 4 Stunden dran sein. Ganz einfach, um dich mit den ganzen Worten auseinanderzusetzen, um erstmal überhaupt reinzukommen. Weißt du, was ich das meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Zeig mal, wie das aussieht. Zeig mal, ob du wirklich schon mal 10.000 Euro verdient hast. Ich will das sehen. Ja, wie soll ich dir das jetzt zeigen? Ich bin jetzt gerade in meinem Auto ohne Spaß, wenn du wirklich hupe oder sowas. Ich bin auf dem Weg nach Hause, aber... Wie bitte? Okay, krass. Nein. Mit welcher Währung handelst du denn? Mit allen möglichen Bitcoin, Ethereum, XRP. Das sind die hauptsächlichen, aber ich habe insgesamt 21 Stück, mit denen ich so arbeite. Aber das, wie gesagt, ich kann dir das auch zeigen und so, wenn du mir nicht glaubst. Ich schwöre auf mein ganzes Leben. Dann zeig mal. Also ich bin nicht so... Ja, jetzt gerade aktuell kann ich nicht, aber ich habe ja deine Nummer. Wir sind ja eh connected. Ja, Baby. Ach ja, jetzt Baby, ja. So muss man sein, Digga. Mit der Frauenschule muss ich auch mein Business aufbauen. Ich bin 11 Jahre älter als du, Mann. Ich fühle mich jetzt wie so ein Opa. Ach du Scheiß. Okay, weil ich dich Baby genannt habe. Ja. Ja, okay, dann nenne ich dich nicht Baby mehr. Ja, kannst du ruhig machen, aber du darfst halt nicht vergessen. Pass auf, ich erkläre dir. Du siehst gut aus, du bist voll. Für dein Alter bist du Motherfuckerei. Muss man halt echt sagen. Und das wäre für mich voll kacke, weißt du, weil normal, du bist so eine junge Frau. Wie soll ich dich klären, weißt du so? Weiß nicht, ja, alles gut, nein. Das wäre für mich ja so, Alter, voll die Sünde, Alter. Ich kann sowas auch gar nicht, mal abgesehen davon. Warte, was hast du gerade gesagt? Ich kann sowas auch gar nicht. Was kannst du nicht? Ja, ich könnte dich jetzt auch gar nicht so klären oder so. Du hast mich doch schon geklärt. Meinst du? Ja. Hey, wir lernen uns doch kennen, oder habe ich das jetzt ein bisschen falsch verstanden? Weiß ich nicht, Mann. Du bist so eigentlich ja, ne, aber bin ich nicht zu alt? Jetzt mal, sei mal ganz ehrlich, so richtig ehrlich so, ne? Soll ich dir was sagen, was dir vielleicht ein bisschen nicht gefallen wird? Ja, sag mal bitte. Je älter die Frucht, desto süßer der Saft. Ja, das stimmt schon, das kenne ich auch, ja, aber... Ich sterbe ältere Männer. Das kenne ich. Wie bitte? Ich sterbe ältere Männer, tatsächlich. Ach, krass, ja, okay, ja, kenne ich. Gibt's auch solche Frauen, aber ich habe noch nie so eine kennengelernt, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Was genau jetzt? Eine jüngere Dame? Also ich bin halt 20, ja, aber... Wenn dich das stört, dann musst du es mir nur sagen. Nein, das stört mich gar nicht. Das hat, weißt du, dein Kopf, ne, verwirrt meinen Kopf mit 31. Okay, also ist das jetzt auf gut gemeinter Basis gemeint, oder? Ja, normal, auf gar keinen Fall schlecht, das sage ich dir ganz ehrlich. Aber das ist so, das schickt mich richtig innerlich, weil du, warum bist du so, weißt du, ich frage mich die ganze Zeit, warum bist du so? Bist du so, weil du so bist von Natur aus? Oder spielst du mir einfach so einfach mit deiner ganzen Art von erster Minute ein vor? Weißt du, wie ich meine? Warum soll ich dich fragen? Ich verstehe es immer nicht, wenn du immer, warum du immer noch so ein Paranoia hast. Ja, keine Ahnung, aber du bist krass, Alter. Ich wüsste, du bist die krasseste Frau, die ich je kennengelernt habe, ja? Danke. Also vom Guten. Also nicht nur. Ich bedanke mich bei dir, unbekanntes Dinosaurier. Nein, Spaß. Ja, danke schön. Also ja, also wenn du keinen Bock hast, dann wir können auch halt nur so connected sein. So, mir ist egal, aber. Nein, ist schon gut, aber du, ich guck gerade dein Foto an. Du siehst schon gut aus. Machst du deine Lippen, ne? Ja, ich mach das selber. Du spritzt die selber. Ja. Yeah. Wie? Ich setze mich vorm Spiegel und hole eine Nadel mit ein bisschen Hyaluron und pfeffer mir das Hyaluron rein. Ich bin Kosmetikerin. Ach, deshalb siehst du so aus. Wie, deshalb siehst du aus? Wie? Ja, deshalb siehst du so gut aus. Ich würde schon sagen, was willst du jetzt damit sagen? Das ist ja richtig asozial, ja, jetzt von dir. Oh, nein, Mann, du meinst, ich gucke gerade dein Foto an und ich sehe gerade so, du hast echt nicht ein Makel.
Natürlich habe ich Marke. Ich kann dir auch mal ein Foto schicken, wo ich ungeschminkt bin. Da sehe ich ein bisschen aus wie Hagrids Schwester. Ich mal, ne? Warte. Zeig mal, wenn ich muss gucken, ja, ob ich eins finde. Was bist du überhaupt nochmal von der Nationalität, hast du gesagt? Ich bin halb Spanierin und halb Türkin. Ach, und Valeria heißt du? Valeria, genau. Prima! Prima! Du bist ein kleiner, schlimmer Finger, ja. Ich? Du hast meinen Kopf auf jeden Fall gerettet. Danke. Was? Ich muss jetzt gucken, ob ich nun geschminkt ist. Also ich kann dir einen schicken, wo ich halt, da sieht man, dass ich ein bisschen einen helleren Hautton habe. Das heißt mal, ne? Bin ich gespannt. Boah, da bist du bist voll hübsch, ja? Es war letzten August 1962. Ich schicke dir jetzt nochmal, ich suche mal ein ungeschminktes Foto. Mal gucken, ob ich einen finde. Ungeschminkt sehe ich so aus. Warte kurz. Auch ungeschminkt. Ja, ich habe das. Ich hab dir doch ungeschminkt und noch kein Foto geschickt. Chill mal ein bisschen. Was bei dir läuft auf jeden Fall? Was läuft bei dir? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Man könnte sich auf jeden Fall. I ram with the hood. Iron, danke. Warte. Ziehst du hohe Schuhe an oder flache? Ich ziehe tatsächlich flache Schuhe an. Okay, dachte ich mir. Warum? Einfach so. Ja, du hast mich auf jeden Fall jetzt voll zum Hängen gebracht. Du bist übelst sympathisch und siehst noch mal was verkackt. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen ungeschminkt. Also bitte schick dieses Video niemandem. Ich bin nicht nur für den Nacht. Ich dachte kurz, ich bin da. Nein, guck mal, ich bin ganz ehrlich, ne, das ist ja das Gefährliche bei dir. Ich bin auch wirklich ehrlich, ne? Okay. Dass viele dich so auch angucken würden, weißt du, wie ich meine? Ach Quatsch, also wenn ich einen Freund habe, habe ich nur Augen für meinen Freund. Ich bin auch so ein Mensch, würde dir alles erzählen, auch wenn ich angesprochen werden würde. Oder wenn ich mal mit einem Mann so interagieren würde, würde ich das alles sagen. Was heißt denn bei dir interagieren? Was meinst du damit? Wenn mich jemand anspricht oder wenn ich an der Kasse bin und einen Mann bediene oder was auch immer, so würde ich dir alles erzählen. Du bist eine crazy Frau, ja, ich weiß gar nicht, warum du hier in dem Chat bist, das kapiere ich irgendwie nicht. Naja, es ist ein bisschen leichter, hier Leute kennenzulernen, als auf Instagram. Ja, tatsächlich gebe ich dir da recht, ja. Also wenn ich, ja, du bist krass, Alter, du hast Steffi. Mich echt, heute kann ich nicht schlafen, ja. Steffi, ach Quatsch, warum kannst du nicht schlafen? Weiß ich nicht, weil du bist so eine kleine süße Fee, ja? Du bist ja süß, tatsächlich. Krass. Nein, ehrlich, du hast mich jetzt voll verwirrt, ne? Du bist voll. Weiß ich nicht, ich denke die ganze Zeit so in meinem Kopf, ist, boah, wo ist bei der Haken, so, weißt du? Es aber gibt einen Haken bei schon. Mir. Was denn? Den müsst ihr herausfinden. Okay, doch. Nein, Spaß, Mann. Ich bin ein ganz normales, süßes Mädchen, die nach einer Zeit auch nach Liebe sucht. Aber gut, wenn du kein Interesse hast, dann nicht, ne? Was soll ich sagen? Das sagst du extra. Das hast du jetzt schon viermal gesagt. Iran? Ich... W. Hitze. Ich zeig dir jetzt was. Mein Mikrofon, warte. Hörst du mich? Connected. Ja. Hallo? 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 Guck jetzt hab ich's raus. Du bist geil raus, ja, ich mag dich. Mama?
Hallöchen, Puppi. Weißt du, was ich an dir mag? Ich glaube, du kannst voll die geile Freundin sein, ja? Hast du schon eine Beziehung? Nochmal bitte? Hattest du schon mal eine Beziehung? Nein, ich hatte bis jetzt noch keine Beziehung. Ja, oh, ist klar. Ehrlich? Ja, ich bin, ja. Es kam leider noch nicht so wirklich dazu, dass ich eine Beziehung hatte. Ich hatte halt einen Ex-Freund, ja, aber das war für mich keine richtige Beziehung. Wir waren halt nur... Was heißt Ex-Freund? Was heißt Ex-Freund? Was heißt das? Wäre es schlimm, wenn ich noch Jungfrau wäre? Jungfrau? Wäre das schlimm? Ich meine, warum soll das schlimm sein? Ich finde nur... Weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ne, ich hätte voll Angst, wenn ich jetzt mit dir was machen würde, dir weh zu tun. Und ich weiß ja, egal was ich machen würde, ich würde dir weh tun, weißt du? Und das ist, boah, das wäre kacke. Weißt du, wie ich meine? Aber ja. Kannst du ja nicht verändern. Aber ist ja auf jeden Fall, ist ja nur besser. Weißt du, was ich meine? Ich meine, eine Frau, die ihre Erfahrung gemacht hat, hat dann halt ihre Erfahrung gemacht, ne? Ja, ich bin halt noch jung, ich bin noch 20 und ja, Mann. Mein Ex-Freund, also ich bin kein, also ich war mit jemandem zusammen, der hat eine Wette mit seinen Freunden abgeschlossen, dass er, wenn er mich ins Bett kriegt, ihn das bekommt und hat er geschafft. Ja, nee, ist doch sowas, krass, was ein Bastard, aber sowas kenne ich, weil sowas hatte ich nämlich tatsächlich auch. Also ich war auch schon mal eine Wette von einem Mädchen, ja, wegen Zigaretten, aber das ist schon 20 Jahre her. Ach. Krank. Ja, und ja, ich und war 20 Jahre, du warst 12? Ey? Du? Du? Du meinst, du warst 20 Jahre, wie alt warst du nochmal? Ich bin 31, ja, ungefähr war ich da so alt, ja, so 12, 13 ungefähr, ja. Okay, ja, auf jeden Fall, ja, es war für ihn so eine Wette und... Er hat sich schlecht gefühlt, hat mir das erzählt und dann habe ich halt Schluss gemacht, ne? Er meinte, dass es so ein bisschen anders verlaufen ist, als er dachte. Er dachte niemals, dass er Gefühle für mich bekommen wird und dass es so schön sein wird und so. Und dann meinte ich, hey, ich bin noch nicht blöd, dass ich mit jemandem zusammenbleibe, für den ich eigentlich nur eine Wette war. Ja, normal. Ja, aber ich war tatsächlich noch so dumm. Ja, ich war ja auch voll jung, Alter. Es ging damals um einen Heidepark-Gutschein bei ihm. Krank, Alter. Sowas. Und dabei bist du eigentlich, also jetzt mal ganz ehrlich, Alter, das kapiere ich nicht, ne? Ich schwöre auf meine Mutter, ne? Meine Mama ist tot. Also man schwört ja eigentlich gar nicht. Mein Beileid. Aber, danke. Aber, ey. Allah rahmet er das. Kapiere ich. Wie bitte? Allah rahmet er das in. Danke, aber krank, Mann, warum bist du so, ja? Du bist voll, also du bist so ein gutes Mädchen, ich schwöre es dir, ich weiß gar nicht, wie ich nicht klarkommen soll da drauf. Ehrlich jetzt, ne? Glaubst du mir nicht, ne? Ja, aber ich habe halt bis jetzt nur was mit einer Person gehabt und das war einmal. Okay, also bist du halb Jungfrau. Ja, ich bin keine Jungfrau mehr, also ich hab's gehabt. Carmen Cheetah, okay. Carmen Cheetah, aber... Ich weiß, also ich hätte dich auch anlügen können, sagen können, ich hätte noch nie oder so, aber so einen ekligen Charakter habe ich nicht und ich würde einfach ehrlich zu dir sein. Ey, und ich finde das auch voll korrekt, dass du so bist. Und ich schwöre wirklich, du hast meine vollste Achtung. Ich schwöre, so andere, die da so was nicht ehrlich drauf gespuckt, aber du bist klasse. Ich schwöre es dir krass. Dankeschön, das bedeutet mir wirklich viel. Ich meine das echt auch wirklich ernst. Ich schwöre auf alles, was mir wert ist. Ich habe noch nie so ein Mädchen kennengelernt, so. Für so kurze Zeit, wo ich sagen kann, boah, die ist, also ohne Spaß, du bist krass, Mann, ehrlich. Also ich, ey, ohne Spaß, ne? Wenn ich bei Mädchen so auflege, da kann ich mir so ein paar Minuten später denke ich mir so, boah, die hat eh nur gelabert und so, ne? Aber wenn ich jetzt bei dir auflege, ich habe keinerlei dieses Gefühl, ich weiß nicht wieso, ja. Deshalb bin ich auch so geschockt, voll krass. Komisch, ja, ich bin auch so ein Mensch, ich bin auch immer ehrlich, aber meist sind die Leute dann so, dass sie voll sich, weißt du, dass die Menschen kommen damit nicht klar.
Ich verstehe schon, ja. Ey, heftig, ja, du bist heftig für dein Alter. Krasse Frau. Ey, guck mal, ich sehe gerade, wir haben Minute 59, bin ich jetzt genau in den Chat. Das heißt, ich lege jetzt exakt in 45 Sekunden auf. Automatisch. Wie lange, wann legt das nochmal auf? Um 20, 40 Sekunden. Wie lange muss man denn miteinander telefonieren, damit es auflegt? Das geht nicht darum, wie lange wir telefonieren, sondern wie lange ich im Chat bin. Und ich bin schon 2 Stunden hier drin jetzt. Und seit wann legt es dann auf? Jetzt jede Sekunde. Kann ich dich auf deine Nummer anrufen? Ja, kannst du. Aber welches und wie viel? Ich will das auch für mich wissen, wann das auflegt. Massimo. Ella. Immer nach 2 Stunden. Okay, ja gut. Dann ruf mich auf meine Nummer an. Okay, dann ruf ich dich jetzt an, wenn du willst. Außer du willst im Chat. Weg war er, Digga. Ist ja echt nicht so, ich kenne. Da wäre ich schneller weg als der Kuckuck, ne? Der Typ hat sich verliebt. Er soll uns mal ein bisschen was Krypto beibringen. Oder? Was sagt ihr? Ich nehme die Infos und erzähle ich euch. Da habe ich für jeder von uns so monatlichen. 10k nicht verdient, oder was sagt ihr? Hallo? Ja, ich bin's, Alter. Deine Nummer, ne? Die kann man sich ja fast nur noch merken, oder? Ja, aber verstehe mich nicht falsch, was ist das für eine Nummer? Die andere Nummer, die ich dir gegeben habe von mir, das ist tatsächlich meine Arbeitsnummer und die Nummer, das ist meine Privatnummer. Nein, warum gibst du mir nicht deine private Nummer? Ja, tut mir leid, jetzt hast du meine private, jetzt hast du sogar meine Arbeitsnummer und meine private. Okay, zeig mir mal jetzt ein bisschen was über deine Arbeit. Ich will das ja jetzt in Screenshots, wo du ein bisschen Profit bekommen hast. Ich will das mal sehen. Nein, ich schwöre. Ja, magst du Geld, ne? Was? Magst du Geld? Nein, aber ich würde das gerne mal lernen, so wie das funktioniert und so. Guck mal, ich mach dir jetzt mal ein. Oder wenn du willst, ruf mich jetzt live an, guck meine Luxusuhr, guck das Auto an. Ich lüge dich nicht an und wenn du willst. Ich ruf dich mal auf WhatsApp an, zeig mir mal deine Sachen. Ja, ruf mich jetzt an. Okay, babe, bis gleich. Leute. Wir sehen uns in Dubai. Ja, zeig. Warum bist du eigentlich im Auto? Doch gesagt, ich hab Fußball geguckt. Warum sehe ich dich nicht? Ja, ich bin ungeschminkt. Ich zeig mich jetzt nicht. Ja, guck mal, ja. Ich soll mich zeigen und du guckst nicht. Zeig mal dein schönes Auto. Guck mal zum Beispiel, was ist das für eine Uhr? Warte, wenn du dich ein bisschen auskennst. Ich sehe es nicht, es fokussiert mich. Warte, ich mach mein Bildchen immer größer. Warte, warum macht das das so jetzt? Ich sehe es immer noch nicht, sag es mir einfach. Breitling. Ja, guck hier, Breitling. Eine Breitling kostet 2.000-3.000 Euro. Nein, die kostet 10.000. Die ist gerade niegelnagelneue Modell. Okay, cool. Dann habe ich noch eine Rolex für 30. Mein Auto ist Benz E550. Wie das Auto von draußen aussieht. Warte, hier, Geld. Guck mal, ich will dir nur zeigen. Ich habe immer genug Bargeld mit. Immer hier, guck. Oha, wie viel ist das? Guck. Oha. Siehst du? Dann hier, guck mein Auto, wenn du es unbedingt willst. Ich sehe das halt von draußen nicht. Jetzt ist schwarz, jetzt ist dunkel. Was soll ich machen? Warte, das ist Nachtlicht. Warte, ich mach mal Licht normal an. Warte. Wieso ist Licht jetzt nicht an? Warte, ich muss einmal anmachen. So. Auch nicht. Wenn ich es schaffen sollte, ruf ihn. Mit Krypto, Digga, ich werde euch helfen lassen. Scheiße. Jetzt. Hallo. Guck. Okay. Spaß. Siehst du? Ja, was kostet das Auto? 120.000 neu. Dann hier, guck, hier Schmuck. Dann habe ich auch noch Ringe und so, aber die trage ich nicht immer, weil sonst mache ich mein ganzes Lenkrad kaputt und so. Guck. Ach so. Ach so, weißt du, warum soll ich dich verarschen? Ich verarsche dich nicht, du verarschst mich doch auch nicht, oder? Hoffentlich? Nein, wieso soll ich dich verarschen?
Ja, auf jeden Fall nett, dass ich dich sehe, aber du nicht. Ja, tut mir leid. Also. Na, geh mal nach Hause, es ist doch schon so spät geworden. Du bist ein Gauner. Ja, ich fahre jetzt auch, aber ich wollte nicht so unverschämt sein, weil ich habe voll das korrekte Gespräch gerade, weißt du? Mhm. Deshalb. Ja. Überlegst du mal irgendwann zu heiraten? Keine Ahnung, überlegen tut da bestimmt jeder Mensch drin, der irgendwie ein bisschen Sinn für Humor hat, oder? Ja. Nein, keine Ahnung, klar. Aber man weiß ja nicht, was passiert, oder? Mhm. Und wieso warst du im Gefängnis? Du bist ein Gauner. Mhm. Ich habe damals in meiner Jugendzeit viel Scheiße gebaut. Ich bin ohne Führerschein gefahren. Habe also dumme Scheiße gebaut. Ich habe Drogen verkauft und so. Muss aber sagen, ohne hätte ich das nicht gemacht, hätte ich auch gar nicht dieses Startkapital damals gehabt fürs Training. Weißt du, wie ich meine? Wie viel brauchst du denn? Wie bitte? Mit wie viel hast du angefangen? Ja, also erstmal das Seminar, was ich gemacht habe, hat 12.000 Euro gekostet. Und am besten ist, wenn du dann noch Minimum 10.000 Minimum hast, die du einsetzen. Ich bin raus. Ich bin mal süß. Ein Seminar für 12.000 Euro, verdammte Scheiße, was ist das denn? Ja. Und du kannst das mir, also du könntest mir das beibringen ohne Geld. Ja klar kann ich dir das beibringen ohne Geld. Warum, was soll ich jetzt von dir nehmen? Nein, nein, aber guck mal, du hast für das Seminar 12.000 Euro bezahlt, ne? Mhm. Könntest du mir alles, was da drin war, beibringen ohne Geld? Ja, kann ich. Warum nicht? Du könntest mir ja jetzt auch mein beibringen, Gott, wie ich Lippen spiele. Was? Du könntest mir auch beibringen, wie ich dir Lippen spritze, wie ich Lippen spritze. Ja, ja, 100%. Warum sehe ich dich nicht? Das macht mich voll kirre. Weil ich ungeschminkt bin und ich habe fast nichts an. Einmal ganz kurz, so papp. Ich habe fast gar nichts an. Ja, dann mach so, so. Ich habe wirklich fast gar nichts an, das willst du nicht sehen. Ich will dich nicht nackt sehen. Blätterfaser angezogen. Was? Ich bin fast Splitterfaser angezogen. Ich habe eine Frage an dich. Es gibt ja auch Leute, die sagen so, ja komm, ich bringe dir das für 200-300 Euro bei. Sind das Scams? Ja, natürlich ist das ein Scam. Selbst wenn du einen findest, der dir sagt, du kriegst das für 2.000 oder 3.000 Euro, ist das, der wird dir das vielleicht zeigen, aber da musst du den Rest alleine machen. Guck mal, selbst mein Kurs, der war Motherfucker, Alter. Das war wirklich krank, Mann. Weißt du, ich sag das auch ganz ehrlich, dafür brauchst du auch ein bisschen Kopf und so, ne? Und Wille auch, ne? Der Wille ist das, was zählt, ne? Der ist einfach so, wenn du bereit bist, jeden Tag zu Hause stundenlang abzuscheißen und wirklich zu lernen, dann klappt das auch, ne? Was ist denn das Wichtigste, was man lernen muss, da? Ja, was ist das Wichtigste, was man lernen muss? Kann ich dir so gar nicht erklären, der gesamte Bereich. Guck mal, ich sag jetzt einfach mal, Was hast du alles schon gearbeitet? Wahrscheinlich nur das, was du jetzt arbeitest. Ja, ne? Ich bin noch erst 20, ich habe nicht so viel Arbeit gemacht. Ja, so, guck, pass auf. So, und diesen Bereich musstest du ja erlernen. So ist das da auch. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, aber was hast du denn da zum Beispiel? Was war das Wichtigste, was du gelernt hast? Da gibt's nicht das Wichtigste. Das musst du alles wissen. Das ist wie beim... Pass auf, ich erkläre dir das anders. Um Auto fahren zu können, musst du einen Führerschein machen. Und du musst all das machen, was die anderen auch machen. Verstehst du, was ich meine? Du musst halt voll viel lernen. Du brauchst halt viel Input. So, das bringt nichts, wenn ich dir jetzt diese Namen sage. Value Gap, Gunbow,